Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute mal gibt's ein Tutorial. Und zwar hat mich jemand gefragt: Hey, wie hast du eigentlich diesen Breakdancer gemacht in dem Freizeitpark? Kannst du dazu mal ein Tutorial machen? Und ich sag: Gern doch. Ja, als allererstes Basic: Wie genau könnt ihr euch vorstellen, funktioniert dieser Breakdancer? Also, es ist eigentlich sehr simpel, wenn man es einmal kennt. Wir haben in der Mitte einen Armor-Stand. Und ein paar Blöcke weiter weg von dem Armor-Stand ist noch ein Armor-Stand. Soweit, so gut. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Und an diesem Armor-Stand sind nochmal zwei Armor-Stands. Vielleicht erkennt ihr jetzt schon ein grobes Muster. Ihr müsst euch vorstellen, dass hier ein Block drauf ist und da zwei Minecarts. Was wir jetzt also machen: Wir geben diesem Armor-Stand hier eine Tag. Dafür gibt ihr den Befehl ein: Data, Merge, Entity, und er wählt das Entity aus. Für die Leute, die sich jetzt nicht mit Commands auskennen, könnte es etwas schwieriger werden, aber ich packe euch diese Commands auch nochmal in die Videobeschreibung. So, wir geben jetzt den Tag Break M für Breakdancer Mitte. Gut. Dann haben wir das gemacht. Der hat jetzt diesen Tag. Und dann geben wir diesem Armor Stand hier auch einen Tag. Und zwar den Tag. Ah, wartet. Oh, ne, warte, jetzt habe ich zwei Ton gemacht. Das muss so und so sein. Augenblick, wir müssen nochmal den bearbeiten. Genau, wir müssen nämlich diese Dinge hier reinmachen. Er hat ja eine Sache falsch gemacht und schon hat das Ding nicht richtig funktioniert. So, genau. Also, Data, Merge, Entity, den Typen hier. Und dann machen wir Tags. Klammer auf. Diese Anführungsstriche. Jetzt nennen wir ihn Break 1 für Break Waggon 1. Hier Striche, zack und Klammer zu. So, jetzt können wir schon mal einen Command-Block nehmen und jetzt kommt das Simpelste eigentlich, was die ganze Technik schon ist. Wir lassen den Armor-Stand in der Mitte drehen. Wie ihr das macht, schaut zu. Ihr macht Execute As, also ausführen als unser guter Freund. Break M, Tag ist Break M, bei sich selbst run, teleportiere dich bitte auf der Stelle in einer Geschwindigkeit von, ah, Moment, genau, teleportiere dich selbst, so war das genau, auf der Stelle und bitte in einer Geschwindigkeit von 3 oder 2. Also, ein Parameter, den ihr hier eingibt, von 1 bis 900 oder auch höher, ihr könnt so hoch machen, wie ihr wollt, ist die Geschwindigkeit, mit der er sich dreht. Damit könnt ihr später auch die Geschwindigkeit des Fahrgeschäfts bestimmen. Wir machen erstmal eine 1 hier. Dabei schaltet ihr ihn auf Repeat und lasst es erstmal so. Wir können erstmal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Wenn wir diesen Command bepowern, sollte dieser Armor Stand sich drehen. Und siehe da, er fängt sich an, auf der Stelle zu drehen. Das hier unten ist jetzt ein bisschen nervig, deswegen könnt ihr einfach eingeben: Game Rules, Send Command Feedback auf False. So. Also der Armor Stand dreht sich. Und wenn wir seine Sicht reingehen, seht ihr, ja, schön. Jetzt kommt der zweite Command. Wir wollen ja, dass er sich hier mitdreht. Wir teleportieren ihn nicht so wie ihn. Wir werden diesen Armor Stand immer in Sichtweite dieses Armor Stands teleportieren. Also, ihr seht ja, der Armor Stand guckt ja irgendwo hin. Und wir werden den Armor Stand, den wir in der Mitte sehen, einfach ganz weit vor ihm teleportieren. Also so, dass er ihn immer anguckt. Also nehmen wir uns einen weiteren Command-Block, platzieren ihn hier drauf, stellen ihn auf Chain und Always Active. Und wir geben jetzt ein Execute, also als unser guter alter Freund, der Typ in der Mitte, Break M, bei sich selbst teleportiere oder run to bitte jemanden teleportieren. Teleportiere bitte unseren guten Freund Break. Break, wie hatte ich den genannt? Wisst ihr das noch? Break 1, genau. Break 1. Und jetzt kommen so andere Klammern, das sind die hier. Die habt ihr neben eurer 1 auf der Tastatur. Die müsst ihr einmal drücken, dann Leertaste oder zweimal drücken, dann erscheinen die. So, jetzt können wir sagen, in Sichtweite. Auf der X-Achse, auf der Y-Achse, auf der Z-Achse. Wir schauen mal ganz kurz, auf welche Achse dreht er sich denn. Das wissen wir nicht, also machen wir einfach zufällig. Sagen bitte vor ihm 4 Blöcke. Und schon dreht sich dieser Armor Stand um diesen Armor Stand.
Und er hier, wo ihr seht, okay, es ist die falsche Achse, wir machen das bei an das Beispiel, machen wir hier auf die 4. So, seht ihr, guckt er ihn hier immer an. Ja, wisst ihr, was das Schöne ist? Wir können das jetzt auch benutzen. Ich schreibe mal ganz kurz was und erkläre euch, was der macht. Pass auf, dieser Command-Block, er tut jetzt bei dem Arm, aus dem der sich dreht, etwas ausführen. Und zwar soll er bitte unter sich den Block zu rotem Concrete machen. Und ihr werdet jetzt sehen, das tut er auch. Somit könnt ihr schon mal die Kreispatterns erahnen, wie sich euer Fahrgeschäft drehen wird. Und ihr seht, es ist ein perfekter Kreis. Eigentlich ganz schick. So, auf dieser Achse bewegt er sich jetzt. Gut. Aber ja, gut. Wollen wir uns nicht weiter damit aufhalten? Gehen wir weiter. Und zwar müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass dieser Typ ein Minecart auf dem Kopf hat. Das machen wir aber gleich. Denn, ne, wobei, der hat den Block im Kopf, sorry. Und der hatte die Minecarts, die beiden. Genau. Wir wollen jetzt nämlich, rein theoretisch ist das unsere Stange, ja. Denkt euch eine imaginäre Stange hier. Und das ist jetzt einfach der mittlere Part. Und wir wollen jetzt diese beiden Minecarts oder unsere beiden Sitze hier um ihn herum haben. Also geben wir den beiden auch mal noch ein Tag. So, Data Merge Entity der. Und wir wollen ihm bitte den Tag geben. Break W1 für Waggon 1. Break W1 und den guten Typen verpassen wir Break W2. Und jetzt kommt eigentlich genau dasselbe, was wir vorhin schon gemacht haben mit diesem Armor Stand. Und zwar machen wir jetzt mit diesen Armor Stands. Und zwar werden die jetzt in die Sichtweite von dem hier teleportiert. Dadurch, dass wir die hier zu ihm teleportieren werden, was ihr gleich seht. Also brauchen wir eben den hier. Machen das Eis weg. Execute as, so break 1, Eis break 1. TP bitte break W1. Zu dir und zwar bitte, wir sagen, ein Block. Facing Entity, genau. Mit Facing Entity können wir weglassen. Das ist nämlich scheißegal. So. Und ihr seht schon, er ist jetzt hier an dieser Stelle. Und das Problem ist halt, dass er ein bisschen weit oben ist. Warum ist er so weit oben? Dann machen wir ein bisschen runter. Minus 0,5 runter. Seht ihr schon, rein theoretisch wäre das jetzt unser Wagen. Wir sitzen jetzt in dem Wagen und wir würden uns schon drumherum drehen. Eigentlich ganz simpel. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit dem zweiten, aber andersherum. Wir teleportieren nämlich nicht plus 1, sondern minus 1. Rein theoretisch, wenn ihr lustig seid, könnt ihr auch noch ein paar weitere Waggons machen. Und ja. Müssen auch schon W2 eingeben. Genau, ihr könnt mehrere Waggons machen, aber denkt dran, je mehr Waggons, desto mehr Entitäten. So, und warum ist der jetzt weiter unten? Okay. Well. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Okay. Weil der guckt ja so ein bisschen nach oben auf seine Augen. Das heißt, wir brauchen die 0,5 gar nicht. Zack und zack. Perfekt. So sieht das Grundgerüst eigentlich aus. Wir machen das jetzt mal nur für eine Seite, denn dann habt ihr das Grundprinzip verstanden. Dekorieren also könnt ihr selber machen. Ich zeige euch hier wirklich nur, wie das funktioniert. Also, die Sache jetzt ist halt, wir haben die Mitte und die zwei Gondeln, die außenrum sind. Und um jetzt mal die Minecarts drauf zu packen, benutzen wir mal etwas kurz eine Webseite. Die heißt nämlich MC Stacker. Dort werde ich kurz ein Command zusammenstellen und wir sehen uns dann in kurzer Zeit wieder. Okay, ganz kurze Sache. Und zwar habe ich ja an dieser Stelle die anderen beiden Armor Stands entfernt, aus dem Grund, dass ihr ihnen kein Data mergen könnt. Deswegen müsst ihr einmal die anderen beiden abbauen und dann die Waggons einzeln spawnen, so wie hier gezeigt. Also, um ein Armor Stand mit Minecart zu spawnen, baut ihr den Command hier. Summon Armor Stand an eurer Position. Am besten macht ihr ihn zu einem Marker, das heißt, ihr könnt Sachen in ihn rein platzieren. Er macht ihn unsichtbar, gebt ihm den Tag und gebt ihn als Passenger ein Minecart. Und schon seht ihr, haben wir hier ein Minecart. Das gleiche mache ich jetzt auch noch mit einem zweiten. Break W2 für Waggon 2 und zack, da seht ihr schon, das ist eigentlich schon die ganze Technik. Jetzt
Klar, seht, das ist jetzt etwas nah an der Mitte. Ihr könnt es halt für euch selbst immer einstellen. Gut. Also, das ist eigentlich die grobe Technik, die normale. Ihr könnt jetzt, wenn ihr mehrere Stufen haben wollt, eine kleine Redstone-Technik bauen, die Sachen nach und nach erhöht. Ihr könnt dann zum Beispiel die Geschwindigkeit der Drehung erhöhen. Das addiert sich dann später, das heißt, ihr könnt dann von 1 auf 2 gehen. Natürlich, wenn ihr alles drüber kopiert habt. Mein Gott, was ist denn heute mit mir los? Sorry, manchmal bin ich ein bisschen. War ein langer Tag heute. So, also. Ja, normale Drehung. Dann etwas schnellere Drehung. Ihr seht schon, das ist schon etwas schneller im Vergleich zu dem hier. Man kann das natürlich auch addieren. So, ihr seht schon. Ist schon ein bisschen schneller. Oder. Ihr macht es ganz schnell. Da seht ihr schon. Genau. Aber was man auch beobachten kann, ihr könnt, wie gesagt, wie ich sage, schon addieren. Also das hier ist, wenn ihr alle drei aktiviert, ist natürlich nochmal schneller, als wenn ihr nur den letzten aktiviert. Weil die Commands dann gegeneinander anarbeiten. Aber ja, so viel zu der groben Technik. Jetzt könnt ihr natürlich noch machen, nicht nur verschiedene Geschwindigkeitsstufen, sondern ihr könnt auch machen, dass die sich hier um den Armor-Stand auch noch drehen. Also, dass diese Gondeln sich selbst auch nochmal drehen. Wir machen das nochmal auf langsam, dass man besser sieht. Das ist eigentlich nichts weiteres als, dass ihr diesen Armor-Stand in der Mitte auch nochmal drehen lasst. Also so wie den in der Mitte. Pass auf, wir nehmen uns dafür den hier. Den bearbeiten wir jetzt so, dass Break 1 auch bei sich selbst ausführt, also Break 1, execute als Break 1, teleportiere dich selbst bitte, und jetzt kommen wieder diese wunderschönen kräuseligen Dinger, und nochmal, zweimal. Da soll sich jetzt bitte mit einer Geschwindigkeit von 1 drehen. So, und was das jetzt macht, wenn ihr das jetzt aktiviert, werdet ihr sehen, achtet mal auf die Minecarts, da kann nichts passieren, weil ich den auf. Okay, vergesst es mit dem Facing, ja. Vergesst es einfach. Also ihr seht, genau, die bleiben nämlich auch automatisch schon stehen. Das Ding dreht sich jetzt. Und wenn ich das jetzt aktiviere, dann seht ihr, bewegen sich die Minecarts auch. Dadurch, dass der sich aber mit 1 dreht und der mit 1, ist das kaum merkbar. Also erhöhen wir die Zahl mal auf 4. Und jetzt seht ihr, drehen sie sich schon. Ein bisschen sehr schnell, deswegen können wir das nochmal ein bisschen runterschrauben auf 3 oder so. Und ja. Das ist eigentlich die ganze Technik. Soweit, so gut. Wie gesagt, ihr müsst rein theoretisch, wenn ihr mehrere Gondeln haben wollt, also insgesamt 2, 4, 6, 8 Gondeln haben wollt, dann erzeugt ihr einfach nochmal einen Armor Stand. Das ist dann für euch Break 2, würde er dann heißen. Ihr könnt es ja nochmal machen. Also im Schnelldurchlauf. Wir erzeugen einen Armor Stand, ja. Der hat den Tag Break 2. Ja. Können wir machen. Zack, da ist er. Und jetzt bauen wir nochmal dieselbe Technik. Oder ihr stackt sie aufeinander, wie ihr wollt. Auf jeden Fall nehmt ihr euch jetzt. Ja, wobei wir können es auch aufeinander stacken. So. Dann tut ihr als die Mitte, als den ausführen, das habt ihr jetzt Break 2, also nicht Break 1, sondern Break 2, in die entgegengesetzte Richtung teleportiert. Also nicht 4 Blöcke zu ihm, sondern 4 Blöcke hinter ihm. Und siehe da, das funktioniert auch schon. Schon habt ihr eine zweite Mitte. Jetzt könnt ihr nochmal wieder Minecarts spawnen. Dafür machen wir jetzt Waggon 3 und Waggon 4. Und jetzt macht ihr das gleiche wie hier. Und zwar teleportiert ihr einfach als Break 2. Teleportiert bitte Waggon 3 ein zu sich. Und Waggon 4 hinter dir. Und zack, habt ihr schon einen zweiten Wagen. Es gibt da so viele Möglichkeiten, die ihr bei dem Breakdancer machen könnt. Ihr seht, jetzt haben wir zum Beispiel nur eine Gondel drin. Also nur ein Platz dreht sich mit den Gondeln. Ihr könnt
individuell alles ansteuern mit den Commands. Das ist einfach so viel möglich damit. Ihr könnt jetzt rein theoretisch sagen, gut, wir wollen jetzt, dass die sich drehen, aber die nicht. Oder andersrum. Aber ich finde es besser, wenn es immer einheitlich ist. Also werden wir jetzt auch noch einen weiteren Command hinzufügen. Und zwar nehmen wir uns einfach hier wieder ein, machen jetzt execute as mit e, tag ist break 2, also als break 2. TP dich bitte selbst auf der Stelle mit einer Geschwindigkeit von 3. Und ja, ihr dürft niemals das Edit vergessen. So, und schon drehen die sich auch. So, erhöhen wir doch mal die Geschwindigkeit, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Ihr könnt natürlich, wenn ihr das einzeln baut, das ist wirklich komplett selber ansteuern. Wenn ihr es jetzt in Türen baut, dann ist es damit etwas schwieriger. Oh, das war etwas komisch. Na egal. Jetzt dreht es sich noch schneller und jetzt noch schneller. Und ihr seht, je schneller die sich drehen, desto weniger bewegen sich die Gondeln. Das heißt, ihr müsst rein theoretisch gleichzeitig zu der Drehung der normalen Gondel, die brauchen wir jetzt mal hier hin als Stufe 1, das auch erhöhen. Also erhöhen wir es hier auf das Doppelte, auf 6. Und hier erhöhen wir das auf 9. So, jetzt wollen wir gleich mal hinter uns gucken, wie das aussieht. Sieht schon interessant aus. Wir machen jetzt nochmal alles aus. Und aktivieren es nach und nach. Ihr könnt natürlich, wie ich schon sagte, separat ansteuern. Wenn ihr nur wollt, dass sich Dinger sich drehen, oder wenn ihr wollt, dass sich die Waggons mitdrehen. Ich habe ja bei meinem einen Breakdancer auch eine Zwischenstufe gemacht. Zuerst fangen die sich langsam an zu drehen, also so. Na, da ist man drin. Hat sich langsam angefangen zu drehen. Und dann kam das erste Drehen der Gondel hinzu. Dann haben die sich angefangen zu bewegen. Und dann kam die zweite Stufe. Stufe Nummer 2. Genau. Und dann kam die Geschwindigkeit wieder dazu. Und jetzt seht ihr schon, jetzt geht es hier ordentlich ab. Komischerweise machen die anderen das nicht. Das ist merkwürdig. Ich muss gleich gucken, was da los war. Ja, funktioniert das nicht? Warum drehen die sich schneller als die? Er dreht sich ja auch nicht so schnell. Der wird von der Geschwindigkeit gar nicht erhöht. Oh Gott, da wird einem schon schwindelig. Den juckt das gar nicht. Aber warum? Oh. Hä? Oh, hat er das Facing noch drin? Ach, bei den anderen hat er das. Ah, da seht ihr das. Das Facing macht wieder alles kaputt. Genau, nicht benutzen das Facing. Ja, jetzt haben wir. Jawohl. Und jetzt geht ab die Post hier. Oh, ich muss aber meinen Biker treffen. Ihr seht, je schneller es wird, desto unflüssiger wird es für einen, wenn man drin sitzt. Das ist aber echt merkwürdig. Und von außen ist es dann besser. Das ist schon extrem. Machen wir mal so. Genau. Das ist die Technik für den Breakdancer. Ihr könnt es, wie gesagt, noch schöner designen und alles. Aber ja, Grundprinzip. Ihr könnt natürlich, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen jetzt in der Mitte einen Block haben, gibt es da auch eine Möglichkeit. Das Problem ist nur, oder wobei, das zeige ich euch vielleicht in einem anderen Video. Das ist erstmal so das Grundprinzip. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Ich packe euch die Grundcommands in die Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.